Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer doch ganz angenehmen Bücherwoche, in der ich zwar gearbeitet habe, aber es ja dann ein langes Wochenende sozusagen jetzt gefolgt ist. Und ja, die Woche wettertechnisch auch eine große Katastrophe war und ich hoffe, dass wenn der Frühling jetzt schon so schlecht war, dass zumindest der Sommer ja ein bisschen mehr Sonnenschein und Trockenheit für uns hat. Und ja, ich weiß, die Natur braucht den Regen, aber ich hätte auch mal ein bisschen Bewegung und Wanderungen gebraucht und das war tatsächlich nicht so möglich. Ja, ansonsten hat sich in der Woche wieder ein bisschen die Welt beruhigt und ich habe das lange Wochenende dann auch wirklich so ein bisschen zum Entspannen und Runterkommen genutzt. Muss aber jetzt einfach vorab sagen, ich habe nun einen neuen Schreibtisch. Yippie, yippie. Ich finde, das ist durchaus erwähnenswert. Ich habe mir nämlich einen Stehsitzschreibtisch von IKEA gekauft, den Skarsta. Der ist zum Kurbeln und man kann dann eben sowohl stehen wie sitzen. Und das macht jetzt natürlich mein Homeoffice noch schöner, als es sozusagen eh schon ist. Also ich muss wirklich sagen, ich saß jetzt die letzten Tage da dran, habe natürlich auch in der privaten Zeit, wenn videotechnisch irgendwas war oder ähnlichem, dann dran gestanden. Und ich finde, das macht so einen Unterschied unter Tage, dass man einfach mal eine Stunde stehen kann, zwei Stunden sitzt, sich wieder hinstellt, ja, eine Telefonkonferenz einfach mal im Stehen abhält, ein bisschen sich bewegt, mal nach links, nach rechts und ich finde das mega. Ich muss echt sagen, für alle, die sich vielleicht sowieso einen neuen Schreibtisch irgendwie zulegen wollen oder das irgendwie vorhaben, überlegt euch das wirklich. Der war jetzt mit unter 300 Euro auch wirklich nicht so viel teurer, als es vielleicht ein anderer Schreibtisch gewesen wäre. Man muss nicht immer bei verstellbaren Tischen irgendwie Elektrik haben. Ich muss sagen, ich hätte da 900 oder gar 1000 Euro auch nicht eingesehen. Aber ja, diese Investition in mein Homeoffice ja, fand ich auf jeden Fall toll. Und ich bin ja mega, mega happy darüber, dass ich mir den gekauft habe. Und den haben wir dann am langen Wochenende auch aufgebaut und den alten natürlich abgebaut. Und ja, ich bin darüber sehr froh und werde jetzt stehend und sitzend arbeiten und mich noch wohler in meinem Homeoffice fühlen und ja, da weiterhin die Arbeitszeit dann gut rumbringen. Ja, neben vier Büchern habe ich auch Filme angeguckt und ja, ich glaube nur Filme, keine Serie in der Woche. Und ich glaube, wir starten einfach mit den Büchern. Es ist tatsächlich diese Woche kein echtes Buch dabei. Das hat mich gerade so ein bisschen gewundert. Es waren zwei Hörbücher und zwei E-Books und ich blende die euch wie gewohnt hier ein. Ihr findet die Bücher aber natürlich auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da verlinke ich alle Bücher, ja, unseren Leseclub, die Hörgenuss-Playlist und so weiter. Also schaut da gerne mal runter. Das erste Buch der Woche war Barry, wie ich eine Hündin rettete von Sean Laidlaw. Ein Buch, das ich, glaube ich, wirklich so in einem Lesezug weggelesen habe. Dann habe ich von Lisa Grunwald Mit dir für alle Zeit gelesen und gehört habe ich Das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Da werde ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Da habe ich ja schon am Donnerstag geschwärmt. Und von Holly Miller habe ich gehört, Ein letzter, erster Augenblick. Ein wirklich wunderschönes Cover. Das muss ich in diesem direkt hier mal einbringen. Und ja, es war eine sehr gelungene Bücherwoche, die mit Barry, wie ich eine Hündin rettete, begann. Das ist von Sean Laidlaw. Und das Buch ist aus dem letzten Jahr. Und ich hatte einfach mal wieder so ein bisschen Lust nach so einem tierischen Abenteuer und war da einfach sehr, sehr gespannt. Die Geschichte wird autobiografisch von Sean erzählt, was auch bei dem Stil natürlich ja, sich dann wieder findet. Ja, Sean Laidlaw ist, ja, erzählt uns seine Lebensgeschichte, beginnt so ein bisschen mit seiner Schulzeit, mit der Kindheit, dann aber auch mit der Armee, dann seinem Aufenthalt in Afghanistan, seiner Rückkehr in die Normalität. Und dass er dann eben einen Auftrag bekommt zum Bombenentschärfen in Syrien. Und das ja, bringt so ein bisschen eine Wendung in seinem Leben, vor allem auch familiär mit zu. Und ja, auch was ja, Barry angeht. Denn er trifft dort bei einem Einsatz einen Hundewelpen. Inmitten von einem ja, bombardierten Bereich hört er im Grunde er vermutet erst ein Kind, noch rufen oder ja, Laute von sich geben und entdeckt dann eben einen Hundewelpen inmitten seiner toten Mutter und toten Geschwister. Und ja, er rettet, er borgt diesen Hund, er birgt, borgt,
also er rettet diesen Hund aus den Trümmern, lässt ihn aber im Grunde erst dort liegen, weil er eigentlich denkt, naja, vielleicht kommen die Leute irgendwie wieder, denen er vielleicht gehört oder was auch immer. Am nächsten Tag trifft er den Hund wieder und da merkt man dann auch schon als Leser, ja, um den Mann ist es geschehen. Es ist Hundeliebe auf den ersten Blick. Ja, er spricht sich mit seinem Team ab, mit seiner Gruppe vor Ort und die machen dann eben auch einen Bergungsunternehmen und holen diesen Hund ja im Grunde ins Quartier zurück und sie wird dort ins Lager gebracht und wird da von allen auch wirklich mit ganz viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wird dort erzogen und ja, sie steht dann auch tatsächlich sehr im Mittelpunkt dieser Gruppe. Auch sein Zuhause, also die Familie von Sean, merkt recht schnell, dass der Hund etwas in ihm verändert und auch wir als Leser spüren das so. Und eines Tages ja, muss er überraschend abreißen, beziehungsweise bekommt dann die Info, er reist nicht mehr zurück und muss dann doch recht schnell ja, Barry irgendwie nach Hause holen, was in Großbritannien ist. Und ich muss echt sagen, es war eine schöne, lockere Geschichte. Sie war sehr locker, einfach, schnell erzählt. Das ist wirklich, als würde man auf zwei Kaffee mit Sean irgendwie da sitzen und erzählt einem die Geschichte, wie er aus seiner Vergangenheit erzählt, wie er über Barry erzählt, wie er über diese Hundeliebe spricht, was auch Barry mit ihm gemacht hat dort vor Ort, was ihn dazu dann auch bewegt hat, sie nach Hause zu sich zu holen. Wir erfahren sehr viel über sein Leben als Soldat, auch die Gedanken, die er eben mit sich trägt. Und ich muss echt sagen, mir haben seine Gedanken sehr gut gefallen, weil sie nicht ganz so kriegsherrlich sind, wie man das ja doch öfter mal irgendwie in ähnlichen Büchern erlebt, sondern dass er das wirklich sehr realistisch zeigt, was es eben auch bedeutet, da vor Ort zu sein. Und das fand ich tatsächlich sehr angenehm. Ich mochte seine Gedanken zum Krieg, zu den Einsätzen, zu davor und danach sehr gerne lesen. Es ist auch, wie gesagt, wirklich überhaupt keine Verschönerung, sondern zeigt oftmals wirklich so diese blanke Realität. Und nicht ausgeschmückt, das möchte ich tatsächlich sagen. Also es ist nicht so, wie wenn er da ganz schlimme Fälle irgendwie beschreibt. Aber man merkt eben schon, dass er versucht, das auch aufzuarbeiten und auch die Verdrängung, die sich dann irgendwie auftut. Und das, fand ich, hat er sehr gut rübergebracht. Die Liebe zu Barry ist von Seite 1 an sozusagen, sobald er sie das erste Mal trifft, wirklich spürbar. Auch seine Gedanken, wie sie sich verändern, wie sie von sehr negativ eben positiver werden, was die Hündin auch einfach mit ihm und seinem Team macht. Und das fand ich richtig toll. Zudem gab es ja zur damaligen Zeit eben auch diese Social-Media-Aufmerksamkeit, wo er eben auch aktiv beschrieben hat, ja, wie der Hund ja eben dann auch von Syrien nach England gekommen ist, was sie vor Ort erlebt hat. Die Seite kann man auch heute zum Beispiel auf Instagram noch besuchen, kann sich Barry heute anschauen. Das ist richtig schön, wenn man das Cover sieht und die kleine Hündin und jetzt eben sieht, wie sie eine große Hündin ist. Das ist richtig, richtig toll. Ja, das fand ich richtig schön. Was ich mir nicht so schwer vorgestellt habe, ist tatsächlich einen Hund auszureißen beziehungsweise irgendwie mitzunehmen. Also das hat hier ja, glaube ich, doch eine ganz... Also ich glaube, ich spoilere jetzt nicht, wenn ich sage, dass der Hund in England angekommen ist. Das hat wirklich 3 Monate oder ein halbes Jahr irgendwie gedauert, also relativ lange. Überall mal mit Quarantäne und immer war die Hündin auch alleine. Das fand ich tatsächlich schon ganz schön verrückt. Und da muss man sich schon fragen... hätte es nicht eine leichtere Hilfe für den Hund gegeben. Jetzt natürlich, dass sie da in den Trümmern nicht leben kann, okay, aber ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, auch was so Tierschutz angeht, mit diesen Tieren im Grunde wegholen, in ein anderes Land holen. Und man muss natürlich auch vor Ort einfach die Situation schaffen, dass es Tieren irgendwie gut geht. Und ob ich jetzt wirklich meinen Katzen eine 6-monatige Reise antun würde, das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr schwere Entscheidung, die man treffen muss. Aber Sean Laidlaw hat das getroffen und das fand ich tatsächlich super schön dann auch zu lesen. Ich muss aber ehrlich sagen, mir hat Barry gefehlt. Ich meine, das Buch heißt ja Barry, wie im Grunde eine Hündin gerettet wird und wir haben aber ganz viel Sean. Wir erleben nur sehr wenig von den Reiseabschnitten von Barry, wie sie da nach England kommt, was da für Schritte notwendig sind. Natürlich wäre es vielleicht auch ein bisschen viel Theorie gewesen, aber so ein bisschen einen Reiseeinblick von ihr hätte ich auch gerne gehabt. Nicht nur, dass wir Sean im Grunde kennenlernen und eigentlich erfahren, wie er die Hündin irgendwie rettet und dann Organisationen retten lässt, sondern ich hätte gerne mehr Barry gehabt. Also auch mehr, was ist in diesem halben Jahr passiert, welche Strecke hat sie gelegt, was gab es
für Probleme, für Schwierigkeiten, was war vielleicht einfacher, als man sich dachte. Das fand ich tatsächlich schade, das hat mir persönlich gefehlt. Und eben auch wirklich diese Frage, würde ich das meinem Tier antun, würde ich meinem Tier diese Reisebürde irgendwie auferlegen, um im Grunde, dass sie dann ein schöneres Leben führt. Natürlich führt sie jetzt ein schöneres Leben, das ist gar keine Frage. Das möchte ich auch überhaupt nicht absprechen. Die Frage ist nur, hätte man nicht ein schöneres Leben auch für den Hund einfacher haben können. Alles in allem eine unterhaltsame Geschichte, die mir gut gefallen hat, die mir auch Freude gebracht hat, die man wirklich mit dem Stil wunderbar schnell durchlesen kann. Aber so ein bisschen das letzte Tüpfelchen hat gefehlt, weil es natürlich auch an manchen Stellen ein bisschen wenig Emotionen gab. Da hätte ich, ja, nicht, dass ich da jetzt Taschentücher verbrauchen möchte, aber ich finde es schön, wenn man bei Tieren eben auch so ein bisschen mehr Emotionen miterlebt. Das war hier so ein bisschen wenig. Aber insgesamt eine schöne Geschichte, die ich wirklich empfehlen kann und allen Tierliebhabern und Hundefreunden auf jeden Fall empfehlen kann. Dann habe ich zu einem Buch gegriffen, über das ich gestolpert bin bei der Rache des Subs für den Monat Mai. Nämlich Mit dir für alle Zeit von Lisa Grunwald. Ja, ich habe das Video gesehen, hatte dann einige positive Kommentare zu dem Buch gelesen und dachte mir, ja, jetzt greifst du einfach mal zu dem Buch. Das Buch wird ja als magische Liebesgeschichte beworben und man hat es ja im letzten Jahr doch bei einigen Booktubern und Bookstagrammern gesehen. Und mir sind aber dann doch so eher die negativeren Meinungen dazu in Erinnerung geblieben, sodass ich dann irgendwie gar nicht mehr so über das Buch nachgedacht habe, aber es jetzt eben gesehen habe. Die Geschichte startet Dezember 1937 mit Joe, der vor seiner Schicht in Grand Central Station eine Frau an der ganz berühmten Uhr sieht und die hier so ein bisschen verzweifelt wirkt und alleingelassen wird und auch keinen Mantel anhat und er möchte ihr helfen, spricht dann auch mit ihr und geht dann aber seiner Wege. Ein Jahr später, zur gleichen Zeit, treffen sich beide an dieser Uhr wieder und diesmal gehen sie eben auch gemeinsam Abendessen und sie gibt ihm dann auch eine Telefonnummer und sie verabschieden sich. Und als er dann aber diese Nummer anruft, geht ein Mann ans Telefon und der kann jetzt auch nicht Joe mit Nora verbinden. Er kann sie nicht sprechen, weil sie bereits vor 12 Jahren bei einem Zugunglück gestorben ist. Doch der jetzige Telefoninhaber informiert Joe auch so ein bisschen, dass er nicht der erste Anrufer ist, dass er eben auch Kontakt zu der Mutter von Nora hatte und dass wohl Nora selbst sogar bei sich zu Hause des Öfteren mal anruft. Und dann erfahren wir auch so ein bisschen was über Noras Geschichte, also auch Nora erzählt uns ihre Vergangenheit, was es so mit ihrer Mutter auf sich hatte, wie sie wieder nach New York gekommen ist, was sie in Europa gemacht hat und wir erfahren jetzt eben so ein bisschen immer diese Treffen der beiden und wie das so ein bisschen inniger sozusagen wird. Mir hat das Buch gefallen. Es ist aber nicht zu dem Highlight geworden, was ich irgendwie erwartet habe, denn das blieb dann doch so ein bisschen aus. Der Start, der war, fand ich, sehr gelungen. Ich kam sehr gut rein, war sehr schnell auch mit den wunderbaren Beschreibungen, die Lisa Grunwald an den Tag legt, war ich wirklich in New York City, ich war in Central Station. Ich konnte mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Ich konnte mir 1937 gut vorstellen und fand mich da auch ganz gut wieder. Dann wurde es aber so ein bisschen banal, jetzt vielleicht nicht unbedingt langatmig, aber so ein bisschen, wo man dachte, wann geht's denn jetzt irgendwie mal wieder weiter? Und es ist aber nicht nur so, dass es mir als Leser so geht, sondern auch, dass die Charaktere scheinbar auf irgendwas gewartet haben. Und das hat man dann als Leser irgendwie doppelt gemerkt. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Es wurde auch nicht sehr viel aufgeklärt, man wurde wenig mitgenommen. Und ich hatte zwischendrin schon mal das Gefühl, ach, wenn es jetzt irgendwie nicht weitergeht, hörst du auch irgendwie auf. Aber dann, bei diesen zwei Momenten kam dann doch eben was, was mich wieder dazu verleitet hat, einfach weiterzulesen. Was ich ein bisschen irritierend fand, war zum Beispiel der Altersunterschied der beiden. Der wurde auch ganz wenig irgendwie thematisiert. Joe ist zu Beginn der Geschichte schon 10 Jahre älter als Nora, was auch soweit irgendwie noch funktioniert. Aber dadurch, dass wir sie viele Jahre noch begleiten, ist natürlich auch dieser Altersunterschied sehr groß geworden. Und ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man entweder mehr drauf eingeht und ich hätte mir auch gewünscht,
dass das irgendwie noch weitergeht. Also dass man eben beobachtet, wie ist das in 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren. So ein bisschen wie dieser Benjamin Button-Effekt, wenn man den Film oder das Buch von Fitzgerald irgendwie kennt. Das fand ich irgendwie, es war irgendwie ein Detail, es war auch immer so ein bisschen hintergründig da, aber wozu? Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ich fand den historischen Ansatz sehr gelungen. Also man konnte sich wirklich gut in die Zeit einfühlen, bekommt auch einen guten Eindruck, wie es damals war, wie so die Stellungen der Menschen war, der Arbeiterklasse und so weiter. Das fand ich richtig gut umgesetzt. Sprachlich, muss ich aber sagen, war es mir dann doch oftmals zu modern. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sich hier wirklich Leute 1937 oder dann auch in den 1940er unterhalten. Auch ein bisschen, was mich so jetzt dazu geführt hat, dass es vielleicht kein Highlight wurde, ist auch einfach, dass die beiden sich überhaupt eine Liebesgeschichte vorstellen konnten. Das wird irgendwie gar nicht so richtig geklärt oder erklärt. Es war auch nicht nachvollziehbar von den Charakteren. Ja, also irgendwie wurde man da so allein gelassen als Leser und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn die Motivation der beiden? Und gerade bei Joe weiß man ja, dass er weiß, was Nora ist und auch Nora ist sich dessen bewusst. Und ja, es war gut, aber es war nicht das, was ich erwartet habe. Es war nicht das, was ich mir gewünscht hätte und es ist nicht so schlimm, wie ich es von 2-3 Meinungen gehört habe, aber ja, eine Lobpreisung kann ich darauf jetzt tatsächlich auch nicht geben und bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber ja, ich habe es jetzt gelesen und es war okay, aber ich würde da jetzt keine Leseempfehlung aussprechen oder ein Must-Read. Da gibt es Liebesgeschichten auf dieser etwas magischeren Fantasy-Ebene, Geschichten, die definitiv besser funktionieren und schöner sind und die sich vielleicht auch irgendwie dann nochmal erklären. Aber ja, es ist jetzt gelesen. Die Rache des Subs hat das Buch in Erinnerung gebracht. Und ich kann jetzt ein Buch in diesem Jahr, was ungelesen war, sozusagen abhaken. Dann das Hörbuch der Woche, das ich verschlungen habe und euch auch schon unter anderem mit am Donnerstag beim Hörgenuss vorgestellt habe. Es ist das Gold der Krähen von Leigh Bardugh. Es ist der zweite Teil der Krähenreihe. Und ich habe in meinem Hörgenuss, ich packe ihn euch unten in die Infobox, wirklich schon sehr, sehr, sehr geschwärmt. So dass ich das hier jetzt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen kürzer halten möchte. Die Krähen-Saga mit ihren zwei Teilen spielt in der gleichen Welt der Krischer. Man braucht theoretisch die Reihe nicht zu kennen. Dennoch fand ich es jetzt beim Reread leichter, zumindest auch schon beim ersten Teil, in die Geschichte hineinzukommen, weil ich eben Krischer kenne. Ganz wichtig ist mir zu erwähnen, dass wenn man Krischer noch lesen möchte, dass man dann, ich glaube, ab dem zweiten Band der Krähenreihe nicht weiterlesen sollte, weil man definitiv gespoilert wird. Also das sollte einem bewusst sein, man muss Krischer nicht kennen, man wird aber auf Krischer gespoilert und wenn man das noch lesen möchte, sollte man das definitiv zuerst lesen. Für mich war ja der Einstieg ins erste Buch wieder ein bisschen holprig, das hat sich irgendwie nicht verändert, aber umso großartiger und spannender und war dann tatsächlich der zweite Band. Also ich hatte hier wahnsinnigen Spaß mit dieser Reihe. Ich fand den Weltenbau großartig. Er ist bildhaft, er ist detailreich, er ist lebendig. Es ist trotzdem eine gewisse Schnelligkeit im Erzählstil. Man ist so förmlich mit drin, man ist dabei, man lernt die Charaktere kennen. Die sind toll gezeichnet, jeder so auf seine eigene Art, mit seiner eigenen Motivation. Und jeder erzählt uns so seine Geschichte, bringt sich ein in die große Geschichte, diese ganze Krähen-Clique sozusagen. Und besonders viel Spaß hat es mir gemacht, wenn die Krähen aufeinander getroffen sind, wenn man so eine Gruppendynamik auch hatte. Das fand ich wunderbar und perfekt rübergebracht. Die Liebesgeschichten sind zart und schön erzählt. Es ist nicht zu vordergründig. Es hatte für mich auch die perfekte Mischung und das perfekte Tempo. Und ab und an macht es die Tragik einfach so ein bisschen aus, aber im Grunde richtig schön eingefüllt. Für mich war das Ende sehr emotional. Es hat mich sehr mitgenommen.
Und das sind besonders die Szenen, wenn es um die Emotionen geht, die für mich Leigh Bardugo wirklich irre gut machen. Das muss ich echt sagen. Zudem hat mir auch Frank Stieren als Vertoner sehr gut gefallen. Er hat allen Charakteren seine eigene Sprache gegeben. Und ich freue mich da definitiv jetzt auch auf King of Scars von Leigh Bardugo. Da treffen wir ja auch Charaktere, soweit ich weiß, jetzt aus den Krähen wieder. Oder zumindest aus Grisha wieder. Da wird aber vertont von Robert Frank. Aber da freue ich mich auch schon. Also wirklich eine Dilogie, die mir super viel Spaß gemacht hat, die Fantasy wirklich lebendig macht und die eine ganz tolle Geschichte erzählt mit wahnsinnig guten Charakteren und wirklich eine Dilogie, die ich wirklich dann verschlungen habe. Also muss ich wirklich sagen, es gab nur wenige Momente des Tages, wo ich dann nicht gehört habe. Also ich habe auch hier wieder das Hörbuch im Ohr sozusagen mit auf die Toilette genommen, unter die Dusche. Also ich muss echt sagen, es ist dann, da bin ich dann manchmal auch ein bisschen besessen. Ich habe das wirklich sehr gefeiert. Ein bisschen mehr Schwärmerei gibt es im Hörgenuss, also schaut da gerne mal vorbei. Und das letzte Buch ist dann das letzte Hörbuch der Woche, was ich am Montag im Grunde dann auch noch so beendet habe, die letzte Stunde gehört habe, weil ja auch noch Feiertag war. Und zwar Ein letzter erster Tag von Holly Miller. Hier muss ich echt sagen, das Cover ist wunderschön. Das möchte ich echt sagen. In diesen lila Tönen. Richtig, richtig toll. Zudem gibt es das E-Book aktuell günstig für 5 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch eine Freundin, die das irgendwie geteilt hat. Und ich so dachte, wow, das klingt ja nach einer tollen Geschichte. Zudem musste es dann auch das Hörbuch sein, gesprochen von Julia Nachtmann und Sascha Rotermund. Und dem lausche ich ja super gerne. Das ist ja auch unter anderem die Stimme von Benedict Cumberbatch. Und nicht immer, aber in einigen Filmen. Und ich mag Sascha Rotermund super gerne. Ich höre dem gerne zu bei Hörbüchern. Und auch hier, muss ich sagen, haben beide einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja, wir treffen auf Joel, der eine besondere Gabe hat, denn er kann in Träumen die Zukunft von geliebten Menschen sehen und eben auch nur von Menschen, die er eben liebt, egal auf welche Art und Weise. Also ob es eine Freundin ist, ob es platonische Freundschaften sind, ob es Familie ist, also alle, die er liebt, deren Zukunft kann er eben in Träumen sehen. Dort hat er in seinen Träumen eben auch schon allerhand Schlimmes gesehen, erlebt, was sein Leben nicht gerade einfach macht, denn nicht alles konnte er verhindern, nicht allem kann er eingreifen und das ist eben etwas, was er besonders schlimm findet. Doch dann trifft er eines Tages auf Kelly. Sie hat vor 18 Monaten ihre beste Freundin Grace verloren und hat sich seitdem sehr, sehr zurückgezogen. Sie hat ihr eigenes Leben, unter anderem ist sie eigentlich Ökologin, hat sie erstmal aufgegeben, betreibt das Café weiter von Grace und hat auch den Hund von ihr übernommen. Und in dem Café treffen dann eben auch Kelly und Joel das erste Mal aufeinander. Und recht schnell werden beide dann eben auch so Nachbarn und so ein bisschen Freunde. Und auch Joel erzählt uns ein bisschen aus seiner Vergangenheit. Er ist nämlich eigentlich Tierarzt, führt jetzt Hunde der Nachbarschaft aus und hat deswegen auch so einen guten Draht zu Kelly und ihrem Hund. Beide Charaktere leben sehr, sehr zurückgezogen, zwar schon mit ihren Familien, aber sind beide doch recht kaputt, was sie angeht. Ihnen ist sehr viel passiert im Leben. Sie sind sehr ähnlich, was so ihre Gefühlswelt angeht, also von dieser Introvertiertheit zu dem, dass sie sehr empathisch sind und dass sie eben auch viele Probleme einfach in ihrem jeweiligen Leben haben. Und so haben sie doch recht schnell Gemeinsamkeiten, aber stehen sich so manchmal gefühlt eben selbst im Weg und das ist tatsächlich auch ein Teil der Geschichte. Man spürt, finde ich, die Tragik dieser Geschichte und der beiden Charaktere sehr, sehr gut. Also man kann durch die Perspektivwechsel und auch die beiden unterschiedlichen Stimmen sehr mitgehen. Es wird sehr emotional. Man hat hier wirklich ein wahnsinnig gutes emotionales Wortspiel. Man findet sich da wirklich sehr gut ein. Das fand ich richtig toll gemacht. Auch die Entwicklung der beiden fand ich sehr bildhaft und sie entwickeln sich sowohl allein weiter, als eben auch in einem Miteinander. Und das brachte für mich auch sehr viel Echtheit mit sich. Also, dass man sich natürlich immer selbst weiterentwickelt, aber natürlich auch das mit einem Gegenüber eben durchaus tun kann. Die Liebesgeschichte wird und auch Freundschaftsgeschichte wird sehr langsam erzählt. Überhaupt ist es ein sehr langsames Buch. Das gefiel mir sehr gut. Ich bin ja nicht der größte Freund von Liebesgeschichten. Huch, wir sehen uns und schon sind wir irgendwie zusammen im Bett.
das mag ich persönlich einfach nicht. Ich mag es, wenn sich da eben Emotionen, Gefühle irgendwie aufbauen können, Anziehung aufbauen kann. Und das hat mir hier sehr, sehr gut gefallen und war für mich tatsächlich die spannendere Erzählung, als wenn es irgendwie so ratzfatz gegangen wäre. Wir erleben die Geschichte eben auch durch beide Augen, also durch beiden ihre Augen rum und haben eben auch diesen Perspektivwechsel. Und da fand ich eben schön, dass wir immer mal im Kopf des anderen waren und da auch ein bisschen die Gedanken einfach mitbekommen haben. An vielen Stellen ist das Buch sehr emotional. Auch am Ende habe ich Taschentücher gebraucht, das muss ich hier ehrlich zugeben. Aber der Mittelteil ist leider an mancher Stelle doch ein bisschen langatmig. Es plätschert auch so ein bisschen vor sich hin, obwohl es immer eben diese Faszination hat, was eben Joel kann, wie er es umsetzt, wie er da auch mit seiner Familie interagiert. Auch so ein bisschen für diese Einsicht, was da eben so passiert in der Zukunft. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich hätte mir, ja, ähnlich wie bei Mit dir für alle Zeit, im Mittelteil so ein bisschen mehr Spannung oder mehr Mitziehen gewünscht. Das hat mir hier auch ein bisschen gefehlt. Aber hier waren definitiv die Emotionen und das Grundgerüst der Geschichte für mich runder und schöner. Allerdings stellt man sich bis zuletzt und dann natürlich auch noch im Nachgang die Frage, ob man wirklich die Zukunft wissen möchte. Da kreisen die Gedanken definitiv schon umher. Was möchte man wissen? Wie viel würde man wissen wollen? Was könnte man? Würde man irgendwas verhindern? Ich glaube, dass das tatsächlich eine schwere Aufgabe ist, wenn man sie denn hätte, diese Gabe. Und ich weiß nicht, ob man sich da nicht tatsächlich auch zurückziehen würde, um eben niemanden zu haben, dem man irgendwie mal schlechte Kunde überbringen müsste. Also faszinierendes Thema, gut umgesetzt, definitiv eine Empfehlung, aber der Mittelteil hätte ein bisschen zügiger sein können oder da hätte durchaus auch noch ein bisschen was passieren können. Alles in allem aber eine doch ganz angenehme Bücherwoche und besonders auch dann so ein bisschen mit den Highlight-Büchern Barry und Das Gold der Krähen. Dann wurde auch ein bisschen Film geschaut. Ich habe beide Teile von Zurück in die Zukunft angeschaut. Ich liebe diese beiden Teile. Den dritten im Western mag ich nicht, also im Wilden Westen mag ich nicht. Aber Teil 1 und 2 finde ich einfach nur mega und wollten wir nicht alle so einen DeLorean haben und durch die Zeit fliegen und dann auf einem Hoverboard umherfahren, haben wir das nicht alle irgendwie mal in den 80ern, 90ern toll gefunden. Ich mag beide Filme sehr, sehr gerne. Also ich mag diese Idee des Zurückreisens, der Eltern treffen und dann wieder in die eigene Zeit kommen, was hat sich verändert. Und der zweite Teil spielt ja dann irgendwie in der Zukunft, beziehungsweise was wurde eben durch einen Fehler irgendwie verändert, was sich dann 30 Jahre später auswirkt. Und auch die Vorstellung, wie dann irgendwie 2015 aussieht und man schaut nach draußen und denkt, ja, so viel anders wie in den 80ern, es ist jetzt gefühlt auch nicht, muss man ja mal ehrlich sagen, was ich eigentlich sehr schade finde. Also ich hatte schon gehofft, dass irgendwann die fliegenden Autos kommen und hätte mich darüber auch sehr gefreut, aber hätte vielleicht auch dann so das Staubproblem irgendwann mal gelöst, aber beide Filme mag ich super gerne, können auf Netflix geschaut werden und habe ich sehr genossen. Dann haben wir auf Amazon Prime angeschaut, Der Bondelkramer, und das spricht man bestimmt ganz anders aus. Und der findet die ewige Liebe und das ist der neue Film von und mit Bully Herbig, ist im Grunde eine lose Fortsetzung des Brandner Kaspar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da haben wir ja den Tod, der auf die Erde kommt und irgendwie, ich weiß gar nicht, beim Glücksspiel irgendwie Zeit gewinnt oder Zeit mit jemandem, den er eigentlich holen muss, verzockt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und hier haben wir eben Bully Herbig als Bondelkramer, also den Tod. Und ja, der geht so seinem Job ganz wunderbar nach, bringt eben die Toten entweder in den Himmel oder in die Hölle. Auch großartige Schauspieler sind. Auch Rick Cavanian ist dabei. Und als Teufel treffen wir Harpe Kerkeling. Und wenn Harpe Kerkeling sich einen Teufel spielt, der total unverstanden ist, ist das einfach nur genial, das muss ich echt sagen. Es hat super viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ich fand den Film schön. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hätte mir ein bisschen mehr Humor gewünscht. Es war doch an mancher Stelle sehr tiefgründig. Ich fand aber gut, wie der Tod gezeigt wurde. Also, dass der Tod eben nicht der böse, düstere ist, sondern er macht halt seinen Job und bringt im Grunde die Toten dahin, wo sie hingehören. Er begleitet die Seelen. Und das mag einen manchmal so ein bisschen
merkwürdig vorkommen, aber im Grunde ist es tatsächlich ja nichts anderes und insofern es den Sensemann gibt. Na, das muss man ja immer mal so in den Raum stellen. Aber ich fand ihn unterhaltsam, ich habe ihn gerne geguckt, hätte, wie gesagt, gerne an mancher Stelle vielleicht ein bisschen mehr zu lachen gehabt, aber ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß bei. Und ich muss auch echt sagen, sowohl Bully Herbig als auch Harpe Kerkeling haben mir super gut gefallen und ich hoffe, es gibt ja so Ankündigungen, dass Harpe Kerkeling ins Fernsehen zurückkommt. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen. Freue mich jetzt auch auf sein nächstes Buch, was sich ja irgendwie um Katzen dreht und ihn um Katzen. Und da freue ich mich jetzt, glaube ich, dann auch im Juni schon drauf. Und dann als letztes haben wir mit Herr der Ringe angefangen. Wir hatten ja im März, April schon den Hobbit geschaut und jetzt war uns nach Herr der Ringe. Ja, immer wenn es mir nicht so gut geht, muss ich nach Hause reisen. Und das ist dann eben Mittelerde oder Hogwarts, je nachdem, filmtechnisch diesmal ja, nach Mittelerde. Und ja, wir haben uns die Gefährten angeguckt, die Extended Edition. Und ich muss dazu gar nichts sagen. Ich liebe diese Geschichte. Und ich liebe diese Welt und ich liebe das Auenland und ich mag diesen Weg der Gefährten und ja, auch all die Welten, die wir schon im ersten Teil sehen. Richtig toll. Also ich ja, werde dann die nächsten Wochen immer mal noch schwärmen, wenn wir dann Film 2 und 3 anschauen. Und ja, das war's soweit mit der Bücherwoche. Doch allerhand zusammengekommen, neben den Büchern auch so filmtechnisch. Ja, Schreibtisch habe ich erzählt, wirklich großartig. Freue ich mich echt, dass ich den habe. Und ja, jetzt hoffen wir auf einen etwas schöneren Juni, dass der Sommer sich langsam mal zeigt. Würde mich sehr freuen, dass man mal ein paar Wanderungen und sowas machen kann. Und ja, dass da einfach mal ein bisschen was vorwärts und rauswärts, wie man bei uns so sagt, dann auch geht. Und ja, bin da schon sehr gespannt und in Hoffnung, vor allem, weil ich dann auch ab Juni, Ende Juni irgendwie Urlaub habe. Und da auf jeden Fall auch ein bisschen schönes Wetter gerne hätte. Ja, das war's jetzt von mir. Alle Bücher unten in der Infobox, auch den Hörgenuss von Donnerstag verlinke ich euch nochmal. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr mich noch ein bisschen schwärmen hören wollt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.